und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht-Video und zwar mal Aufgebraucht für April. Denn ich habe immer noch einige aufgebrauchte Sachen, wo ich euch gerne meine Meinung sagen würde. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt auch sofort los. Fangen wir an mit diesem Produkt hier und zwar ist das von Alverde das Bio-Rosenblütenwasser-Spray. Und zwar ist es für Gesicht und Körper. Das soll Feuchtigkeit spenden. So sieht das Produkt aus. Und ja, das habe ich gekauft bzw. benutzt, als ich trockene Haut hatte. Denn das ist auch extra für trockene Haut. Und ja, ich weiß nicht. Ich hatte schon keine Ahnung, ob es jetzt so für trockene... Ich weiß nicht, was ich so richtig dazu sagen soll. Ich habe das halt benutzt, weil ich trockene Haut hatte. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es halt meine Haut gut erstmal durchfeuchtet hat, aber wenn das Spray dann eingezogen ist, dann war meine Haut trotzdem wieder trocken, auch nach täglichem Bedarf davon. Ich weiß nicht, also es riecht auf jeden Fall ganz gut, also es ist fast wie so ein Body Spray eher, aber ich finde, es hilft jetzt nicht so groß gegen trockene Haut. Dann machen wir weiter mit diesen oder mit dieser Body Milk und zwar ist sie von Balea, die Hydro Serum Milch Aqua, normale bis trockene Haut und die sieht so hier aus und die habe ich benutzt als normale Body Lotion, die ist auch gegen trockene Haut und soll glätten und hydratisieren, nicht hydralisieren, hydratisieren, okay. Und ja, ich habe sie halt ganz normal als Bodylotion benutzt. Ich habe jetzt auch am Körper allgemein jetzt nicht so groß Probleme mit trockener Haut groß. Deswegen muss ich sagen, sie war ganz angenehm, ist auch wirklich schnell eingezogen, so wie es draufsteht. Ob sie jetzt wirklich bei trockener Haut hilft, weiß ich nicht. Auf meiner Haut hat sie sich ganz normal angefühlt. Also jetzt nicht, dass sich jetzt angefühlt, dass sie jetzt nicht übermäßig, beziehungsweise, dass sie jetzt übermäßig Feuchtigkeit abgibt, hatte ich nicht das Gefühl. Aber sie ist auf jeden Fall sehr angenehm. Machen wir weiter mit einem Make-up. Und zwar ist es von Manhattan das Endless Perfection Make-up 24 Stunden. Das sieht so hier aus. Und das sieht aus, als wäre es noch voll, aber es ist leider Gottes alle. Das ist jetzt nur noch der Rand, der da dran ist und ich den nicht wegkriege. Und zwar, ja, ist das ein ganz normales Make-up mit hoher Deckkraft für ein makelloses und porenfeines Finish. Und dieses Make-up habe ich wirklich, wirklich geliebt. Ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Ich weiß nicht, ob es eine neue Verpackung mittlerweile hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich mochte es sehr, sehr gerne. Es hat lange auf meiner Haut matt gehalten. Und es war auch endlich mal eine Farbe, die zu meinem Gesicht passt. Ja, ich, egal was ich für Make-ups oder Foundations benutze, sie sind einfach alle zu dunkel. Das, was ich gerade drauf habe, ist mir auch zu dunkel. Und es ist die hellste Farbe, deswegen. Das hier war aber Light Porcelain und die hat wirklich auch gepasst zu meinem Hauttypen. Und ja, mochte ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne, war sehr angenehm, hat wirklich gut abgedeckt und wie gesagt, lange matt gehalten. Dann kommen wir zu einem Primer und zwar ist es von Essence der Prime and Last Daily Diaries Mattifying Primer. Und zwar sieht der so hier aus. Und ich glaube, den gibt es so nicht zu kaufen. Ich glaube, den kriegt man bloß über Amazon und sowas, weil das mal so eine LE, glaube ich, war. Prime and Last. Aber ich mochte den sehr, 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 sehr gerne. Das war wie so ein Primer-Gel. Aber er hat auf jeden Fall als Grundierung gut mattiert, was ich sehr, sehr gut fand. Und man hat auch gemerkt, wenn man nicht richtig das verwischt, dass das schon richtig antrocknet und dann weiß wird. Also da muss man schnell arbeiten mit dem Primer und seinem Make-up. Aber ich mochte es sehr, sehr gerne. Es hat auch mein Make-up immer matt gehalten oder gut matt gehalten, deswegen ja, kann ich den sehr empfehlen und ich hoffe, man kriegt den, also man kriegt den auf jeden Fall bei Amazon oder so, aber ja, so glaube ich leider nicht im Laden. Dann machen wir weiter mit einem Puder und zwar ist das das Fit Me Puder von Maybelline. So sieht das aus und ja, das mochte ich auch ganz gerne. Es war jetzt nichts ultra Besonderes, dass ich jetzt sage,
es ist jetzt so lange matt geblieben, mein Make-up. Es hat schon gut mattiert, das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall matt, aber es hat jetzt nicht so lange gehalten. Also es ist ja auch ein bisschen teurer. Es war auch ganz okay und es mattiert dein Gesicht, aber halt nicht ewig. Dann kommen wir noch zu einer Zahnpasta. Und zwar habe ich mal wieder eine neue Whitening-Zahncreme ausprobiert, die vorab nichts gebracht hat. Und zwar ist sie von Perlweiß, die Shine-On Whitening Zahncreme. Weißere Zähne in 2 Wochen durch tägliche Zahnpflege morgens und abends. So sieht die aus. Und die hat noch einen Geschmack von Acai oder Acai und Minze. Ja, also die Zähne aufgehellt hat es leider absolut nicht, nicht mal ansatzweise. Ich habe die wirklich lange benutzt und sie sind nicht weißer geworden. Aber ich muss sagen, sie hat auf jeden Fall einen relativ leckeren Geschmack. Das muss ich sagen, das war mal was anderes als sonst immer diese langweiligen Zahnpasten. Aber wie gesagt, aufgehellt hat sie nicht, aber es war ein ganz guter Geschmack. Dann kommen wir zu diesem Produkt hier. Und zwar ist es nochmal ein Produkt von Alverde, das Beauty and Fruity Peeling für normale und Mischhaut. So sieht das aus. Und ich habe ja ganz viel von dieser Reihe getestet. Und das war jetzt noch das letzte Produkt, was ich übrig hatte. Und ich muss sagen, das Peeling fand ich ganz okay. Also die anderen Produkte, muss ich ja sagen, waren sehr, sehr, sehr aggressiv zur Haut und haben auch meine Haut sehr gereizt. Aber das Peeling habe ich auch nicht wirklich groß als Peeling benutzt, sondern eher immer, um den Rest meines Make-ups abzumachen. Und da habe ich dann immer nur ganz wenig benutzt. Dafür war es ganz gut, dafür kann ich es halt auch empfehlen. Es ist ja auch eigentlich dafür da, aber ich habe es jetzt nicht wirklich als Peeling oder mit Reinigungsbürste oder so benutzt. Das habe ich, glaube ich, einmal gemacht und da war das meine Haut auch sehr böse danach. Aber wenn man das mit einem Wattepad nur ein bisschen benutzt, um den Rest des Make-ups abzumachen, dafür ist es okay. Und dann kommen wir zu dem letzten Produkt und zwar ist das das hier. Ich habe jetzt hier noch Papier drin, weil das noch feucht war. Und zwar ist das von Kneipp ein hautzartes Cremeöl. Cremeöl-Peeling, Mandelmilch und Mandelöl für eine außergewöhnliche zarte Haut. Und zwar sieht das so hier aus. Da gibt es auch noch eine andere Variante von und die habe ich auch schon benutzt. Und ja, ich muss sagen, fand ich sehr, sehr cool. Es macht sehr, sehr Spaß damit zu duschen, weil es einfach deine Haut sehr, sehr schön peelt. Und ich muss auch einfach sagen, meine Haut war danach zart wie ein Babypopo. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr schön und wie gesagt, also die Haut ist danach richtig schön weich. Hält jetzt natürlich nicht ewig an, aber falls man mal für einen besonderen Anlass oder so eine zarte Haut haben will, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Da fand ich das sehr, sehr gut. Und ja, das war mein Aufgebraucht-Video für April. Und ja, jetzt habe ich erstmal wieder alles Aufgebrauchte euch gezeigt. Und jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen sammeln, bis ich wieder euch was zeigen kann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox und am Ende des Videos. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Kaufinspirationen oder irgendeinen Kauf abraten vielleicht. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen, das habe ich gerade schon gesagt. Und wenn ihr auf den roten Abonnieren-Button drückt, dann bin ich immer in eurer Abo-Box und ihr verpasst kein Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.